Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Herzblutbox von MC Bilal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Herzblut von MC Bilal. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Box mit goldenem Aufdruck. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Box mit goldenem Aufdruck, so orange-gold. MC Bilal Herzblut lesen wir hier groß. Darunter dann ein Herz, ja, so ein Farbklecksherz mit so Goldsprenkeln an den Seiten. Goldene Zierleisten rundherum, also so Rahmen. Dann haben wir hier unten auch wieder diese Rahmen und es dürften arabische Schriftzeichen sein. Auf der rechten Seite ebenso MC Bilal Herzblut zu lesen. Oben wieder Rahmen und Schriftzeichen und auf der linken Seite ebenfalls Interpret und Albumtitel. Auf der Rückseite lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel, ein kleines Herz. Und dann haben wir hier aufgelistet, was sich alles in der Box befindet. Album in Klammer Schrift mit 23 Karat vergoldet. Okay, das hatten wir schon mal bei 18 Karat damals. Da war allerdings die Box vergoldet, nicht die Albumschrift oder das Album. Bonussongs mit Pietro Lombardi auf einem exklusiven USB-Stick. Liebes-EP mit 7 extra Liebessongs. Exklusives T-Shirt, Autogrammkarte in A6, Poster in A1. Gut, dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Dann öffnen wir das Ganze mal. Das ist eine reguläre Klappbox. Auch hier kommt wieder MC Bilal Herzblut zum Vorschein. Wir haben hier einmal das Shirt, dann die Liebes-EP, das Album an sich, eine Autogrammkarte, ein USB-Stick und das Poster. Von innen die Box glatt weiß. Hier mal zur Seite und holen die diversen Sachen mal aus der Folie. Also einmal das Shirt. Dann haben wir einmal das Album in einem Pappschuber. Und dann den USB-Stick. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also wir haben das Album mit einem weißen Pappschuber darüber. Auch hier lesen wir wieder MC Bilal Herzblut exklusiv aus echtem Blattgold. So sieht das aus. Es schimmert hier auch schön, wenn man das ins Licht hält. Auf der Rückseite haben wir nichts. Wie gesagt, das Ganze ein Pappschuber bedeutet, wir können das dann, auch wenn ich jetzt gerade nicht raus will, geht etwas streng. Uiuiui. Ich möchte natürlich diesen Pappschuber jetzt nicht allzu sehr beschädigen. So, aber jetzt. So sieht das aus. Wir haben hier den Interpreten sitzend. Sieht aus wie auf einer Terrasse, auf einem Dach eventuell. Und im Hintergrund sehen wir diverse Häuser und hellblauen Himmel. Dann wieder diese goldenen Rahmen und MC Bilal Herzblut. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Auf der Seite lesen wir nichts.
ungewöhnlich, blank weiß. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, und zwar haben wir 16 Tracks an der Zahl. Wir haben ein Feature von André Seven, ehrlich gesagt sagt mir nichts, David Vega, nochmals André Seven. Also zwei Features auf vier verschiedenen Tracks verteilt. So sieht das aus. Ah, und hier unten haben wir noch ein Feature von Zidane. Ja, nicht der Fußballer, sondern wer auch immer. Auch noch nie gehört von dem guten Mann. Credits und Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. MC Bilal zu Pferd. Dann haben wir hier eine umfangreiche Danksagung. Könnt ihr euch natürlich kurz anhalten und durchlesen. MC Bilal, das dürfte wohl ein Freund sein. Jawohl, hier steht es auch. Ahmed, als im Kinderzimmer. Dann haben wir hier wieder MC Bilal mit zwei Kollegen, zwei Freunden. MC Bilal alleine. Das ganze Booklet ist im Endeffekt eine riesengroße, lange Danksagung. Ihr seht das. Auf jeder Seite wird sich irgendwie bedankt. Okay, das in dem Fall die Credits. Hier nochmals Bilal. Und zum Abschluss noch liebe Grüße. Gut. Die Album-CD natürlich, wie auch schon das Album bzw. das Cover an sich, in Weiß und Gold. Sieht so aus. Die CD in Gold eingefärbt, gefällt mir sehr gut. So, dann machen wir die wieder in den Pappschuber. Auch wenn es ja echt schwer geht. Aber deutlich leichter als raus. Gut, dann haben wir eine Bonus-EP. Die kommt im Digisleeve in einer Papphülle. MC Bilal Liebes-EP mit 6 exklusiven Liebesliedern. Das Ganze in so einem dunkelviolett gehalten. Keine Tracklist. So sieht das aus. Also, ich weiß nicht, ob hier Features drauf sind. Eventuell sind es wirklich 7 Solo-Tracks. 7 Liebestracks. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Sieht so aus. Wie auch schon das Cover, also MC Bilal hier auf dieser Terrasse, auf diesem Dach sitzend und hier mit weißem Stift unterschrieben. Das Ganze im Hochformat. Auf der Rückseite lesen wir Echtheitszertifikat. Alles klar, und das ist jetzt hier diese Bestätigung. Die Echtheit des verwendeten Blattgolds mit 23 Karat auf dem limitierten Herzblutalbum bestätigt. Das goldene Album ist ausschließlich in der limitierten Herzblutbox enthalten. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass das hier damit gemeint ist, dieser Pappschuber. Bedeutet, wenn ihr das Album im Laden holt, dann habt ihr nur dieses Standard-Jewel-Case hier mit dem regulären Cover. Und alle Boxkäufer haben eben diesen Pappschuber mit dieser Goldveredelung noch dabei. Dann haben wir einen USB-Stick in Schwarz und Silber gehalten. MC Bilal Herzblut lesen wir hier. Jetzt schauen wir mal kurz, ob hier die Größe erkennbar ist. Jawohl. Ich hoffe, man kann das hier irgendwie sehen. Und zwar lesen wir hier 512 MB. Das ist jetzt nicht allzu groß, aber es beherbergt meiner Meinung nach auch nur Musik, das gute Ding. Soweit ich informiert bin, 3 Tracks darauf, 3 Bonus-Tracks. Und ich glaube, die sind auch mit Pietro Lombardi, also MC Bilal und Pietro Lombardi mit 3 Tracks auf diesem USB-Stick. Dann haben wir mit dabei, auch wenn es gerade, oh, naja. Wir haben hier ein Poster, allerdings schaffe ich es gerade nicht, das aufzuklappen, denn das wurde hier beim Zusammenfalten wohl schon ziemlich beschädigt. Ich gehe mal stark davon aus, dass es hier nicht getrocknet hat, die Farbe, der Druck, und dann entsprechend hier beim Zusammenlegen irgendwie ja, verklebt oder kaputt gegangen ist. Ja. Das ist dann natürlich bescheiden. Ich
geht es gar nicht richtig auf. Also ich befürchte, ich muss jetzt da echt hier das ganze Poster zerreißen. Ja. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Also hier haben wir auch wieder diese hässlichen Rückstände. Also wir haben hier MC Bilal auch wieder auf dieser Terrasse sitzend. Allerdings hier etwas hereingezoomt, dass er etwas größer im Bild ist. Auch wieder hier mit goldenem Rahmen. Ich habe jetzt hier diese, ja, vier unschönen Abdrücke. Sieht irgendwie so aus, als hätte hier irgendwie ein kleines Kind mit seinen Milchzähnen hier das Plakat angebissen, das Poster. Auf der Rückseite haben wir ihn auch nochmals sitzend. So sieht das aus. Darüber lesen wir wieder MC Bilal Herzblut. Und ja, vom Format in diesem Fall Hochformat. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir das Poster sowieso nicht aufgehängt. Ja, ist natürlich schade. Eventuell hätte ich das irgendwem, ja, schenken können, der vielleicht mehr damit anfängt. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe mal, bei euch ist das Poster besser angekommen. Legen wir das Ganze mal wieder zusammen. Ja, und auch das ist eine Herausforderung. So, und als letzten Boxinhalt, ich hoffe, der ist besser bei mir angekommen, haben wir dann noch ein Shirt. So sieht das Ganze aus. Also in Schwarz und Weiß gehalten, klassische Farbkombination. Hier oben lesen wir Herzblut, Familie, Loyalität, Musik. Dann haben wir hier diese Schriftzeichen wieder und darunter MC Bilal. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was hier steht. Eventuell heißt das hier Bilal auf Arabisch, also in diesen Schriftzeichen. Keine Ahnung, falls es wer weiß, gerne in die Kommentare damit. Wir haben es zu tun, wie so oft, mit Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck Herzblut. Darunter lesen wir dann Familie, Loyalität und Musik. Hier groß im Bauchbereich diese arabischen Schriftzeichen und darunter nochmal MC Bilal. So sieht das Ganze aus. Ja, von der Farbkombination, wie gesagt, sehr klassisch gehalten in Schwarz und Weiß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt vom Stil, von der Gestaltung her nicht ganz so meins. Mal ganz abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, was das hier zu bedeuten hat. Ja, ich werde dieses T-Shirt eher nicht tragen, aber für wirklich eingefleischte MC Bilal-Fans ist das natürlich nett und dann kann man das eventuell anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Der USB-Stick 512 MB, drei Tracks meiner Meinung nach drauf. Dann haben wir diese Bonus-EP mit 7 exklusiven Liebesliedern, die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat. Und natürlich das Album an sich in diesem Pappschuber mit der Blattgold-Veredelung. Das alles in dieser wunderbaren Box MC Bilal Herzblut. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Bilal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.